Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge Democracy for Alpha. Die stammt auch aus dem Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Herzlich willkommen zu Dienstagspolitik mit der wundervollen Romy Höhne. Ich freue mich. Wir haben heute Wahlen. Heute wird gewählt. Letztes Mal hatten wir angehalten mit dem Ende der vierten Runde. Also wir haben noch vier Turns und wenn man noch drei Turns hat, dann kann man eine Rede halten, weil es dann auf die Wahl zugeht. Tja, um mal wieder reinzukommen, bevor wir haben noch drei politisches Kapital für diese Runde, eigentlich können wir weitermachen. Wollen wir uns noch mal kurz die Probleme angucken? Ja. Also erstmal was Positives. Wir haben Technological Advantage, also technischer Vorteil. Der wird langsam flacher, aber das dauert, bis das irgendwie vorbei ist. Das ist sehr, sehr gut. Das hebt unsere Produktivität und das Bruttoinlandsprodukt. Dann kommen wir zu den Problemen. Die nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft ist wieder leicht am Steigen, also dieses Problem. Leider. Dabei haben wir doch schon einiges für die Wirtschaft gemacht, besonders hier. Tja, dann haben wir... es ist am Steigen, weil die Umweltverschmutzung ist nach oben gegangen. Und hat sich zu einem Problem entwickelt, weil die Weltwirtschaft sich wieder erholt hat und zack sind wir nach oben gekommen. Wir haben jetzt gerade was dagegen gemacht, die Reforestation wird in 16 Runden ihren vollen Effekt haben. Dann Fettleibigkeit, da waren wir auf einem guten Weg. Einiges ist noch dabei, umgesetzt zu werden, aber im Moment steigt es leicht wieder. Dann haben wir Doctor Strikes. Da haben wir, glaube ich, fangen wir langsam an, die Kurve zu kriegen. Es geht ganz leicht wieder runter. Damit zusammenhängend haben wir die überfüllten Hospitäler. Da geht es auch langsam Richtung runter. Das ist schon mal schön. Und die Asthma-Epidemie ist wegen der Umweltverschmutzung krass nach oben gegangen. Aber auch da wird die Wiederaufforstung Sachen tun. Dann die organisierte Kriminalität ist am Fallen und wir sind kurz davor, das hinter uns gebracht zu haben. Aber noch nicht ganz, leider. Und schließlich und endlich die Ghettoisierung geht runter und wird hoffentlich nächste Runde vorbei sein. Das heißt also, das haben wir wahrscheinlich dann hinter uns gebracht. Das ist die Situation. Wir haben immer noch 20 Milliarden Defizit. Aber das war schon mal schlimmer. Das stimmt. Ja. Ja, es wird besser von Runde zu Runde. Seit die Weltwirtschaft sich so ein Stück erholt hat, wird es besser. Ja. Und einige von den Problemen, die du gerade noch mal aufgezählt hast, kosten uns einfach Geld. Und wenn wir die lösen können, wird es auch ein bisschen entspannter für unseren Haushalt. Ja, das glaube ich auch. Also wenn wir da unten was in Richtung, also ich meine Fettleibigkeit und so, da ist auf jeden Fall noch Potenzial, was dafür zu machen. Und diese Sachen wirken ja alle auch auf den Gesundheitssektor. Und da haben wir gerade vier Probleme. Das wird was werden. Ich würde jetzt einmal noch kurz, bevor wir nächste Runde machen, hier auf unsere Minister schauen. Unsere Außenministerin, Foreign Policy, gibt uns nur noch 0,5. Loyalität ist abgesunken, weil sie Sympathien für Kapitalisten und ethnische Minderheiten hat. Sehr schade. Aber so ist es. Und er hier, unser Wohlfahrtsminister, könnte man sagen, Daryl Gonzalez, Selbstständige und Kapitalisten. Okay, ja. Also, ich hoffe einfach, dass die Sachen, die wir für die Wirtschaft machen, diesen Menschen, unseren Ministern auch was Gutes tun. Auch nur 0,5. Aber ich glaube, damit kommen wir klar. Ich denke auch, wir haben ja eh gleich auch die Wahl. Genau. Und das müsste auch mit einem neuen Kabinett dann verbunden sein. Ja, da bin ich mal gespannt, wie das wird. Stimmt. Und so. Unsere Umfragewerte sind ja tatsächlich ziemlich gut.
Weißrussisch. Belarussisch. Belarusisch. Belarusisch. Ein S. Ja, ist ein S. Belarusisch. Ja. Also laut dem Duden ist es ja falsch, ist also grammatikalisch falsch, aber von der Argumentation her, warum es Belarus heißt, irgendwie richtig. Klär mich auf. Belarus, ich weiß, dass Bela nicht weiß heißt und dementsprechend Belarus nicht übersetzt werden kann als Weißrussland, also nicht ganz, sondern... Genau, und das Rus steht halt auch nicht für Russland. Also wenn man Russland ja übersetzen würde, wäre es ja Russia. Ich weiß gar nicht, wie es im Weißrussischen ist, aber ich vermute, das ist auch nicht viel anders, weil sich der Staat auch auf die Rusen, also auf das Volk der Rusen zurückberuft. Und dieser Begriff Weißrussland hat so eine Konnotation von Anhängsel. Ja. Und nach der Unabhängigkeit, die, glaube ich, heute, 25. August 91, passiert worden ist, war es wohl den Belarusen auch wichtig, eben nicht als Anhängsel von Russland wahrgenommen zu werden. Verstehe. Das wusste ich alles nicht. Ja, und da gab es jetzt gerade eine Wahl mit ähnlichen Sachen und da gab es krasse Bilder auf Twitter, wo Leute mit Wahlurnen aus dem Fenster oder mit Beuteln irgendwie und es gibt jede Menge Proteste und ich verfolge das nur am Rande. Also die Proteste laufen immer noch. Ja. Und auch am Wochenende gab es wieder sehr große Proteste. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie Lukaschenka, je nachdem, darauf reagiert. Mal sehen. Es gab jetzt erstmal martialische Bilder und ich kann gerade nur hoffen, dass den Leuten auf der Straße nichts passiert. Mhm. Ja. So, wir sind Gott sei Dank nicht in Belarus, aber unsere Umfragewerte sind wahnsinig hoch. Und ich würde sagen, jetzt einfach mal nächste Runde und dann gucken wir erstmal, was uns die nächste Runde beschert an Dilemmata oder sowas. Oh nein. Ein neues Problem, kein Dilemma wenigstens. Ja, das wird auch wieder teuer. Wasserknappheit. Ja, die Temperatur, also die Durchschnittstemperatur steigt und wir haben schwere Dürren in einigen Regionen des Landes und unsere Landwirte sind die Hauptopfer dieser Situation. Und unser Lebensmittelpreis steigt dadurch. Also Food Price geht hoch. Tja, und ein neues Problem, das sich stellt, verursacht uns auch Kosten. Da sind wir jetzt. Geht auch einher mit der ganzen Sache mit der Umwelt und so weiter und so fort. Ja. Also, wir kennen dieses Problem schon aus dem Vorgänger Democracy 3, aber hier in Democracy 4 sind wir definitiv mehreren Problemen ausgesetzt. Das ist, also, es werden einem hier viele Probleme um die Ohren geschlagen, habe ich das Gefühl. Definitiv, man weiß gar nicht, wo man zuerst hingucken soll. Und dadurch, dass unser politisches Kapital gerade so ein bisschen knapper geworden ist, ist auch gar nicht so einfach, vom Geld mal ganz abgesehen. Ja. Aber unser Bruttoinlandsprodukt steigt, die Arbeitslosigkeit sinkt und unser Credit Rating ist hochgegangen. Also wir sind wieder ein bisschen besser gestellt, was die Kapitalisten freut, das Bruttoinlandsprodukt an sich anhebt und das Vertrauen in unsere Wirtschaft wirklich krass ansteigen lässt. Wir sind jetzt Credit Rating BBB, Triple B. So, Campaign Speeches Available, da klicken wir gleich drauf, aber wir werden auch direkt gewarnt, dass eine Situation kurz bevorsteht. Gig Economy, also Gig Economy, wie kann man das übersetzen? Ich glaube, es gibt kein wirkliches deutsches Wort dafür, dass man diese Mikrojobs hat. Also so Sachen wie Uber, wo die Leute tatsächlich nicht wirklich angestellt, also... Was heißt nicht wirklich angestellt sind? Sie sind nicht angestellt, sie haben sich auf der Plattform angemeldet und nehmen Fahrten an, sodass der großen Betreiberfirmen quasi die ganzen Sozialversicherungskram von der Einstellung sparen
und trotzdem quasi ihre Gewinnabschöpfung machen, indem sie die App betreiben. Und das sorgt halt dafür, dass die meisten Leute prekär angestellt sind, weil sie sind quasi selbstständig. Nicht angestellt. Ja, genau, sie sind nicht wirklich angestellt, aber eigentlich sind das alles Jobs, wo man davon ausgehen müsste, dass man da eine Anstellung hätte. Also, so würde ich zusammenfassen. Auch das ist eigentlich wieder mal so ein relativ aktueller Fall. In der vergangenen Woche oder für 2 Wochen gab es im Bundesstaat Kalifornien die Drohung seitens Uber, den Betrieb einzustellen, weil sie gezwungen werden sollten, alle ihre selbstständigen Fahrer als Angestellte führen. Und ich weiß gar nicht, wie das jetzt ausgegangen ist. Ich habe nur mitbekommen, dass es da diesen Streit gibt. Könnte man ja auch nochmal ausführen. Ja, ich meine, in Deutschland haben wir ja was Ähnliches. Die ganzen Lieferdienste, oder nee, nicht die ganzen, aber es gibt ja mehrere große. Und einer ist irgendwie pleite gegangen oder hat sich aus dem europäischen Markt zurückgezogen und plötzlich standen die ganzen Fahrer oder Radfahrer größtenteils für die irgendwie, und da gibt es Selbsthilfegruppen und man versucht sich da zu organisieren. Das ist auch eine spannende Entwicklung. Ich habe da mal drauf geguckt, aber ich habe da schon länger nichts von gelesen. Aber das ist ja nicht nur in den USA, in Kalifornien, da ist natürlich das Ausmaß krass. Aber hier bei uns ist es ganz ähnlich. Das Taxiwesen ist in Deutschland ein bisschen anders geregelt, weswegen das Uber-System nicht einfach so hier genauso gemacht werden kann. Aber die ganzen Pizza-Bringdienste und Lieferdienste und so, da ist es ja ganz genauso wie in den USA. Also tatsächlich Gig-Economy. Also je nachdem, es unterscheidet sich so ein bisschen. Da ist der eine, glaube ich, ein schwärzeres Schaf als der andere. Aber mal unabhängig davon, welche Firmen das sozusagen umsetzen, ist das halt ein Riesenproblem für den Sozialstaat. Und gerade wenn wir jetzt in so einer Pandemie sind, die Leute sind einfach überhaupt nicht abgesichert. Und die sind sowieso schon prekär beschäftigt, sowieso schon knapp. Und jetzt wissen sie im Zweifelsfall auch gar nicht so richtig, wie es weitergeht. Ja. Also als Selbstständiger hat man im Idealfall ja die Möglichkeit, sich Rücklagen zu schaffen, damit man solche Zeiten überstehen kann. Wenn aber das Geld, was man bekommt, so gering ist, dass man keine Rücklage bilden kann, dann hat man in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten, so wie jetzt beispielsweise, tatsächlich individuell Schwierigkeiten, und dann wird es auch im schlimmsten Fall eine Herausforderung für den Sozialstaat. Ja. 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 Und vor dieser Situation stehen wir. Wir sind kurz unter dem Starttrigger. Das heißt, die Situation ist noch nicht eingetreten. Ich bin gespannt, ob das uns auch Geld kosten wird. Also Ursachen sind vor allem auch die Arbeitsgesetze. Labor Laws, ja, ist okay. Und die Technologie begünstigt das natürlich auch. Ja. Aber Gott sei Dank sinkt unsere Arbeitslosigkeit, sodass wir vielleicht hier ein bisschen Glück haben. Mal gucken. Wir wollten ja eh was in Richtung Wirtschaft tun. Und möglichst auch dabei so ein bisschen gucken, dass wir etwas für die Umwelt tun. Aber das hier entwickelt sich ja. So, jetzt haben wir Campaign Speeches sind available. Das heißt, hier gehen wir direkt mal rein. Okay, so sieht das aus. Deine Redenschreiber haben einige Slogans für dich vorbereitet, und ich muss jetzt auswählen, welche ich benutzen will. Sie polarisieren einige Wählergruppen und für mich und einige gegen mich, also wähleweise. Ah, okay, die Köpfe, wenn man Mouseover macht, dann sind wir hier bei den Zustimmungsgeschichten. Wer sind die hier? Konservative ist diese Frau. Das hätte man anders machen können. Es ist schwierig, was zu versprechen, von dem wir noch gar nicht wissen, dass wir es gleich versprechen. Ja, ich klicke jetzt einfach mal hier unten, wo es nur einen positiven Effekt drauf gibt. Das ist hier für die Konservativen, weil ich glaube, es wird auch ein Ton abgespielt. Mal gucken. Ach so, nee.
Ah, das Redehalten kostet mich politisches Kapital. Aber so ist das. Wir werden das auf jeden Fall ausprobieren. Die Agenda, die ich euch heute vorgestellt habe, ist würdig einer großen Nation. Wir sind eine Nation in Frieden. Aber keine Nation, die ruht. Also, das sind so... es ist quasi eine Ansammlung von Sprüchen. Okay. Ich würde jetzt tatsächlich so ein bisschen gucken... ich wähle das mal wieder ab. Was haben wir hier? Das ist wahrscheinlich Umweltschützer, genau. Die sind 50% Happiness. An diesem Tag können wir mitteilen, dass das Ende von Leiden und falschen Versprechungen da ist. Die Recrimination, ich weiß nicht genau, wie man es übersetzt. Okay, das ist das... beeinflusst die positiv. Ich hätte jetzt gesagt, wir gehen mal gucken, dass wir die Kapitalisten ein wenig glücklicher machen. Mhm. Tatsächlich würde ich gar nicht so auf den Inhalt gucken, sondern wirklich jetzt so auf Kapitalist. Das finden die Sozialisten nicht so toll, aber die Sozialisten sind sehr glücklich mit uns. Deswegen kann man da ruhig ein bisschen ausbalancieren, hätte ich jetzt gesagt. Was versprechen wir denn? Ich glaube, wir versprechen hier noch nichts, sondern wir halten eine Rede, die Zustimmungswerte ändert. Das ist mir klar. Ich kann leider nur nicht erkennen über den Stream, was da steht. Also okay, ich lese es dir vor. Danke. It is the task of statesmanship to mold, to balance and to integrate these and other forces, new and old. With the principles ... Also es sind tatsächlich so nicht wirklich ein Versprechen. Wie ja. Viel politisches Kapital haben wir denn gerade? Wir haben 22 hier oben. 22, okay. Ja, ich weiß noch nicht. Ich glaube, ich kann 4 auswählen, aber Rede halten kostet halt generell 9. Also egal, ich kann 4 auswählen, egal welche 4 ich auswähle, es kostet immer 9, die Rede halten. Ja, okay. Genau, was haben wir hier? Ein Scheich als Reicher darzustellen, ist auch interessant. Und hier Arm. Könnte man auch machen. Also, dass wir hier quasi mit der Rede die zurückholen, die nicht so richtig auf unserer Seite sind. Ich gucke mal, ich stelle mal zusammen, was ich denken würde. Und würde dann kurz, was haben wir hier, das vorlesen. Also, das, was ich jetzt ausgewählt habe, wäre Kapitalisten hoch und Sozialisten runter. Die Rede, die ich jetzt zusammengeklickt habe, erstmal pro forma, ist einmal diese Geschichte, die den Kapitalisten freut. Und den Sozialisten verärgert. Das habe ich dir eben schon vorgelesen, Romy. Ich lese jetzt mal die anderen Bits vor. Let every nation know, whatever it wishes us, well or ill, that we shall pay and any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend. ... Interessant, kann ich gar nicht richtig deuten, dass das so eine Sache... Achso, okay, das finden die Gewerkschafter gut. Die Reichen finden gut. So today, I don't want to talk about the present. I want to talk about the future. Whatever we have in store cannot be known. But given time... ... Okay, das ist ein Ausblick auf die Zukunft. Interessant. Und das letzte, a society that works for everyone. So we can bring people back together, rich and poor, north and south, urban and rural, young and old. ... Und ich habe hier tatsächlich jetzt mir einfach nur die Sachen angeguckt, dass wir quasi die glücklich machen, wo unsere Umfragewerte eher so ein bisschen niedrig sind. Weil wenn ich mir Sozialisten angucke, Happiness 88%. Self-employed 67%.
Ja, die Armen sind Happiness 92% und die Pensionierten sind bei 99%. Also, tja, es ist schon spannend. Ich weiß nicht, was halt dabei rauskommt. Ich denke, es wird jetzt, diese Rede wird tatsächlich nur die Umfragewerte und wir versprechen noch nichts. Ich glaube, zur Wahl müssen wir dann ins Manifesto gehen. Also, ich würde jetzt... Ich bin dann auch gespannt, wie sich die Geschichte mit dem Fundraising auswirken wird auf unseren Wahlkampf. Ja, auf jeden Fall. Okay, dann gebe ich mal diese Rede. Ich bin gespannt. Ich denke, es wird auch eine Tonausgabe geben, hoffe ich. Dann halten wir eine Rede. Ah. Da ist wieder der Tutorial Man. Okay, das ist interessant. What? Die Leute sind nicht glücklich mit unserer Rede. Naja, wir haben halt jetzt alle verschreckt, mit denen wir bisher versucht haben, Allianzen zu schließen, um Punkte bei den anderen zu machen. Insofern müssen wir damit leben. Ja. Aber unsere Umfragewerte waren bei 94% und wir sind hier irgendwie, die Skala ist hier -4%. Also das ist tatsächlich, aber interessant, also dass das auch so simuliert wird. Ich merke irgendwie, hier drin in Democracy 4 steckt echt sehr, sehr viel Mechanik und so. Also das ist echt spannend. Ich würde gerne öfter mal eine Rede halten und würde dafür auch ohne Probleme gerne mal ab und zu ein bisschen Kapital aufwenden, politisches. So, okay, continue. Da sind wir. Ich gehe nochmal zurück. Okay, wir können Manifesto, also ein Wahlprogramm, können wir nur direkt vor einer Wahl machen. Also in 2 oder 3 Runden, nehme ich an, können wir tatsächlich uns mit einem Wahlprogramm auseinandersetzen. Das finde ich spannend, dass es so kurz davor ist. Aber macht wahrscheinlich spieltechnisch irgendwie ein bisschen mehr Sinn. Wir haben die Rede gehalten. Was sagt unsere Umfrage? Ja, ist stabil geblieben. Nur haben sich wahrscheinlich die Zustimmungen verschoben. Schauen wir mal auf unser Geld. Ja. Oh! 11 Milliarden Defizit. Gucken wir doch mal direkt rein. Oh, wir haben 11 Milliarden Defizit und wir beide freuen uns total. Ja, wir waren irgendwann mal bei 50. Unser Credit Rating ist runtergegangen. Das heißt, wir haben unsere Rückzahlung, also die Zinsen auf unsere Staatsschuld sind runtergegangen. Die Weltwirtschaft steigt. Unser Bruttoinlandsprodukt ist am Abrauschen nach oben, was ganz wundervoll ist. Und das heißt, dass unsere Einnahmen hochgehen und unsere Ausgaben gehen runter und sie treffen sich bald. Das ist total schön. Ja, aber wir haben Probleme hier. Was fassen wir an? Wir haben so viel. Also, Ghettoisierung habe ich so im... Genau, Ghettoisierung ist jetzt vorbei. Das heißt, das gibt uns nochmal echten Boost. Weil hier einige Sachen wegfallen. Das heißt, das Problem haben wir überwunden. Aber wir haben hier jede Menge anderes. Gucken wir mal. Ja. Achso, jetzt ist ja schon wieder eine neue Runde. Es hat sich etwas getan. Die Wasserknappheit, die nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft ist wieder hochgegangen. Umwelt fängt an, einen kleinen Klick zu machen. Fettleibigkeit ist auch der Trend langsam abwärts, aber wirklich nur langsam. Doctor Strikes ist gleich. Die überfüllten Krankenhäuser immer stagniert auch. Die Asthma-Epidemie ist ein klein wenig am Abfallen. Das ist ganz schön. Ghettoisierung, habe ich eben schon geguckt, ist weg. Und die organisierte Kriminalität
ist gleichbleibend. Der organisierten Kriminalität könnten wir noch einen mitgeben, um sie endgültig zu beenden. Weil das als nächstes in Reach ist, aber unsere Wirtschaft muss in grünere Bahnen gelenkt werden, hätte ich jetzt gesagt, weil wir das Umweltproblem haben. Das stimmt, aber könntest du bitte noch mal auf die organisierte Kriminalität klicken? Ja, sehr gerne. Ich würde gerne wissen, was die uns kostet im Jahr. Pro Quartal? Ja, 60 Millionen. Gar nicht so viel. Aber wir müssen, also sie kostet uns, dieser Effekt kostet uns nur 60 Millionen. Aber wir haben, um die organisierte Kriminalität einzuhegen, haben wir den Geheimdienst ziemlich gepusht. Mhm. Und da geben wir im Moment 1,8 Milliarden für aus. Den können wir um ein paar hundert Millionen runtersetzen. Echt? Verrückt. Also, wenn wir die organisierte Kriminalität hinter uns gelassen haben. Mein Vorschlag wäre, den Geheimdienst noch mal kurz hochzusetzen für eine Runde. In der Hoffnung, dass der uns dieses Problem schnellstmöglich vom Hals schafft. Und dann können wir den Geheimdienst auch wieder runterfahren. Finde ich gut. Finde ich einen super Vorschlag, tatsächlich. Ist auch keine Latenz. Geht noch mal minus 5% auf die organisierte Kriminalität für 200 Millionen mehr. Dann würde ich das direkt anwenden. 4 politisches Kapital. Sehr schön, dann haben wir etwas direkt dagegen gemacht. Mhm. Ja. Gut, was haben... Genau, und dann haben wir ja die Problematik noch Nachhaltigkeit und Industrie, beziehungsweise Wirtschaftsentwicklung und Umwelt. Ja. Und da könnten wir beispielsweise mal schauen, ob es in den Policy-Vorschlägen irgendwas gibt in Richtung nachhaltige Wirtschaft oder ob wir damit Wissenschaft und Forschung irgendwas tun können. Horst, die schreibt gerade, für mich kommt die Frage auf, ob man mehr auf Dienstleistungen und weniger auf Industrie setzen kann. Ich glaube, Industrie ist halt nicht ganz, also Economy ist Wirtschaftssektor, wo auch Dienstleistungen mit inkludiert sind und Public Services sind Sachen, die quasi, also Staatsbedienstete sind. Also Economy, wenn wir über Wirtschaft sprechen, ist, glaube ich, der Dienstleistungssektor mit gemeint, weil es ja auch zur, also es ist nicht nur die Industrie. Ist immer diese Übersetzungshürde für mich auch nochmal im Kopf. Also ich sage immer total gerne Industrie, ich meine aber generell die Wirtschaft. Aber ich weiß, was du meinst. Mehr auf Dienstleistung und weniger auf die Industrie setzen, würde unserer Umwelt auch auf jeden Fall gut tun. Da würde ich dir auch tatsächlich recht geben. Genau. Hier könnte man sich beispielsweise nochmal generell die Wirtschaft angucken. Wie ist die eigentlich aufgebaut? Wie ist die strukturiert? Wir haben vorhin ja, oder beziehungsweise in den vergangenen Wochen auch immer versucht, die kleinen und mittelständischen Unternehmen so ein Stück zu pushen. Ja. Und in diesem speziellen Fall ist es einfach so, dass die Industrie einer der Haupthebel ist, um Umweltverschmutzung anzugehen. Im großen Maßstab. Und daher mein Vorschlag tatsächlich, das auch da an der Stelle auf die Industrievorgaben zu schauen. Also wir haben hier schon die Pollution Control, also Umweltverschmutzungskontrollen, könnte man sagen. Können wir eigentlich auch hochnehmen. Kostet auch nicht so viel. Die Kapitalisten finden es doof, aber wir haben gerade schon in unserer Rede ein bisschen was für die Kapitalisten getan. Und es hat einen direkten Einfluss auf auf die Umwelt mit einer Latenz, aber ist so. Und es hat einen Einfluss aufs GDP, aber da die Wirtschaft gerade wächst, können wir uns den auch erlauben. Ich würde jetzt tatsächlich mal wie hoch würdest du gehen?
Hier nehmen wir hin ein Bruttoinlandsprodukt von 0,75. Aber ja, also so viel, finde ich, macht das beim Bruttoinlandsprodukt gar nicht aus. Da können wir gerne. Es kostet uns jetzt nicht so wahnsinnig viel. Nee. Also so ein ruhig volles Matt, wenn wir schon mal bei dieser starken Umweltverschmutzung sind. Wir können ja immer noch runtergehen und von dem politischen Kapital kostet es nicht so viel. Dann gehen wir voll rein, weil wir haben die Wasserknappheit und wir haben die Umweltverschmutzungsproblematik. Genau, und die wirkt sich ja wiederum auf, auf das Gesundheitswesen aus und das wiederum auf den Ärzteschreik, der uns ja jetzt auch gerade ein Problem schert. Genau, dann können wir das, wir werden es im Auge behalten und wir können es immer noch wieder runternehmen. Ja, möchten wir. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da, abonniert den Kanal oder hinterlasst uns einen Kommentar und wir versuchen dann, das im nächsten Stream aufzugreifen. Roman und ich streamen jeden Dienstag unter dem Titel Dienstagspolitik auf Twitch. Wenn ihr wollt, kommt doch auch da vorbei und diskutiert live mit im Chat. In jedem Fall, einen zauberhaften Tag.